Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Durchrechnen einer Beispielaufgabe. Die Aufgabe, die wir uns heute anschauen wollen, ist im aktuellen Semester, also im Wintersemester 22/23, die Aufgabe 6.4. Aber Aufgaben von diesem Typ kommen bei uns immer mal wieder vor. Betrachtet wird hier eine Kugel mit Radius a, die sich im Vakuum befindet. Der Mittelpunkt der Kugel ist der Koordinatenursprung und die Oberfläche trägt hier eine Flächenladungsdichte, die rotationssymmetrisch ist und gegeben ist im Wesentlichen bis auf Vorfaktoren durch das zweite Legendre-Polynom. Zu bestimmen ist hier das Potential Phi innerhalb und außerhalb der Kugel. Und es gibt schon den Hinweis, dass das durch eine Entwicklung nach Kugelflächenfunktion gemacht werden soll. Es gab bei dieser Aufgabe immer mal wieder Schwierigkeiten seitens der Studierenden. Und deshalb habe ich mich entschlossen, das jetzt einmal tatsächlich durchzurechnen. Die Schwierigkeiten kommen sicherlich daher, dass hier zwei Themengebiete zusammenkommen, die einmal in der Elektrostatik 6 behandelt werden. Das sind die orthogonalen Funktionensysteme. Und dann einmal, was wir in Elektrostatik 7 gemacht haben, das Separationsverfahren. Und wenn man so zwei Gebiete zusammenführt, die beide für sich genommen immer schon mal Probleme gibt, dann gibt es natürlich Doppelprobleme. Ich werde in dem, was ich hier darstelle, auch ein paar Nebenrechnungen machen. Das sind Sachen, die ergänzend sind. Das würde man in einer normalen Lösung gar nicht so ausführlich machen. Ja, schauen wir uns das an, was wir haben. Wir haben Quellen nur auf der Oberfläche. Daher kommt natürlich, dass man hier eine Unterteilung macht in ein Innen. Wir werden das später durch das Minus kennzeichnen und ein Außen der Kugel, das, was wir mit Plus kennzeichnen werden. Und die Idee ist, dass man in den quellfreien Gebieten, Innen und Außen, dann jeweils die Laplace-Gleichung für das Vektorpotential, für das Skalarpotential Phi löst. Und ich habe natürlich neben anderen Randbedingungen dann eben eine Neumann-Randbedingung am Übergang. Nochmal ganz schnell, wie kommen wir auf die Laplace-Gleichung? Laplace-Gleichung folgt hier ganz einfach. Wir haben natürlich im vorliegenden Fall, wenn wir Elektrostatik hier vorliegen haben, Rotation E gleich 0. Das heißt, wir können E als ein Gradientenfeld darstellen, konkret E gleich minus Gradient Phi. Außerdem gilt in jedem der Teilgebiete Divergenz d gleich 0 und mit d gleich Epsilon mal 0, genauer gesagt hier im Fall sogar d gleich Epsilon 0 mal 0, haben wir natürlich dann auch Divergenz e gleich 0. Und wenn wir jetzt hier e gleich minus Gradient Phi einsetzen, dann haben wir Divergenz minus Gradient Phi. Divergenzgradient ist aber gerade der Laplace-Operator. Und ob jetzt minus Laplace Phi gleich 0 ist oder eben, wie es hier jetzt steht, plus Laplace Phi gleich 0 ist, das ist natürlich egal. Somit haben wir also hier gezeigt, wie wir auf die Laplace-Gleichung kommen. Des Weiteren ist vorgegeben, dass wir ein kugelsymmetrisches Problem haben. Dementsprechend würden wir hier natürlich auf Kugelkoordinaten gehen, R, Theta und Phi. Und das ist natürlich dann auch die Basis für den Separationsansatz, den wir dann gleich machen werden. Hier kommt hinzu, dass das Problem, was wir haben, invariant bei Phi Rotation ist. Und aus dieser Invarianz des Problems unter Phi Rotation können wir sofort folgern, dass das Skalarpotential eben nicht von Phi abhängt, sondern eben nur von R und von Theta. Wenn wir die Laplace-Gleichung lösen wollen in Kugelkoordinaten, müssen wir natürlich auch den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten hinschreiben. Das ist das, was hier unten steht, ganz allgemein. Das finden Sie in Ihrer Formelsammlung, wenn Sie es nicht auswendig können. Und aus diesem Gesamt-Laplace-Gleichung können wir hier natürlich den letzten Term, nämlich den mit der Phi-Abhängigkeit, direkt rausstreichen, sodass hier nur die ersten beiden Summanden übrig bleiben. Das ist hier oben einfach nochmal hingeschrieben und das ist natürlich eine partielle Differentialgleichung jetzt in den Variablen R und Theta. Der Separationsansatz geht also folgendermaßen, dass wir versuchen wollen, es ist ja erstmal nur immer nur ein Versuch, der Separationsansatz, dass wir sagen, okay, wir wollen es darstellen als Produkt von Funktionen R und Y, die jeweils nur von einer der Variablen abhängen, also R von R und Y von Theta.
Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, wie man dann weiterrechnet. Deshalb ist das jetzt hier in grüner Schrift einfach nochmal aufgeführt. Was hier passiert ist, dass wir jetzt natürlich einfach das Phi von R und Theta hier einsetzen. Da ist natürlich dann bezüglich der R-Differenziation ist das Y ein konstanter Faktor, der dann einfach nach vorne kommt. Bezüglich der Theta-Ableitung ist das R ein konstanter Faktor, der hier einfach nach vorne kommt. Und dann bleiben natürlich die entsprechenden Ausdrücke, so wie sie auch hier oben stehen, zunächst mal stehen. Das Ganze wird dann dividiert durch die Funktion selbst dividiert, also dividiert durch R mal Y. Das ergibt den Ausdruck, wie er hier steht. Und wir multiplizieren dann noch mit r². r² kommt ja sowohl hier als auch hier vor, als 1 durch r². Und durch die Multiplikation mit r² erreichen wir, dass hier tatsächlich auch in dem zweiten Summand kein r mehr vorkommt. Das heißt, der zweite Summand ist jetzt nur noch von Theta abhängig und der erste Summand war auch vorher, aber bleibt jetzt auch eben nur von R abhängig, sodass wir also zwei Summanden haben, die jeweils nur von ihrer eigenen Variable abhängen. Und daran sieht man, dass jetzt durch diesen Separationsansatz unsere partielle Differentialgleichung zerfällt in zwei gewöhnliche Differentialgleichungen. Die Idee ist ja, dass diese Summe eben nur dann 0 ergibt, wenn das jeder Summand für sich eine Konstante ist, die beiden Konstanten dann aber eben umgekehrtes Vorzeichen haben. Und das führt uns eben auf die zwei Differentialgleichungen, die hier stehen, also jetzt mit gewöhnlichen Differential geschrieben, d nach dr, r Quadrat, d groß r nach dr gleich l mal l plus 1 mal r. Ob man hier direkt l gleich L mal L plus 1 schreibt oder einfach nur eine Konstante lässt, ist eine Geschmackssache. Wenn man schon ungefähr weiß, was rauskommt und Aufgaben dieses Typs haben wir ja auch schon öfter mal gesehen, dann schreibt man direkt L mal L plus 1. Man kann hier aber auch eine allgemeine Konstante mitführen. Das ist also die erste Differentialgleichung. Und die zweite Differentialgleichung ist dann eben diese hier hingeschrieben. Und da kommt jetzt einfach hier das negative Vorzeichen rein, damit das in der Summe dann eben 0 ergibt. Ansonsten bleibt das wieder die gleiche Konstante L mal L plus 1. Und das Y ist hier natürlich rüber multipliziert, genauso wie das R auch rüber multipliziert war und jetzt eben hier steht. Die Lösungen von diesen beiden gewöhnlichen Differentialgleichungen sind entweder einfach oder bekannt. Wenn wir als Nebenrechnung uns die erste Differentialgleichung, die Radialgleichung anschauen, dann könnte man hier, wenn man die Lösung nicht schon weiß, einfach einen Ansatz machen, dass r gleich r hoch Lambda ist, um dann dieses Lambda zu bestimmen. Und wenn man einsetzt, führt das dann innerhalb von wenigen Schritten auf die beiden Lösungen, dass das Lambda dann entweder 0 ist oder das Lambda gleich minus L minus 1 ist. Und das zusammen führt dann eben auf die Lösungen, dass das entweder von R hoch L abhängt oder von R hoch minus L plus 1 in Klammern. Das heißt allgemein, wir haben hier einen freien Parameter L, sodass wir also auch unsere Radiallösung mit einem Index durchzählen müssen und das RL von klein r ist dann eben eine unbekannte Konstante al mal r hoch l plus eine andere unbekannte Konstante bl mal r hoch minus l plus 1. Beim Winkelanteil, da wissen wir, dass das genau die Differentialgleichung ist, über die die Kugelflächenfunktionen definiert sind. Das heißt, die Lösungen von dieser gewöhnlichen Differentialgleichung, das sind eben die Kugelflächenfunktionen selber. Die sind doppelt indiziert, ylm. Das m ist dann eben natürlich die Laufweg von m ist abhängig von dem entsprechenden l und reicht immer von minus l bis plus l. Und konkret sehen die Kugelflächenfunktionen ebenso aus, wie das hier aufgeschrieben ist. Auch die finden Sie natürlich in Ihrer Formelsammlung. Jetzt haben wir hier einen speziellen Fall. Wir haben eine Rotationsinvarianz. Wir haben schon gesagt, die Lösung ist phi unabhängig. Und das phi steckt natürlich hier hinten drin. Und der einzige Fall, dass das eben von phi unabhängig sein kann, ist m gleich 0.
sodass unsere Funktion y eben die yl0 sein müssen. Und wenn wir hier m gleich 0 überall einsetzen, dann führt das auf diese Form. Also das pl, was hier steht, das ist das nichts anderes als das pl0. Und in der Form pl sind es dann eben die sogenannten Legendre-Polynome, die wir auch schon gefunden haben und die jetzt eben als Argument hier den Cosinus Theta haben. Ja, damit können wir natürlich die Lösungen für sowohl für innen als auch für außen hinschreiben. Ich habe gesagt, das eine nennen wir Pluslösung, das andere nennen wir die Minuslösung. Und die schreiben sich dann eben in vollkommen analoger Form. Also die Ausdrücke sind zunächst mal gleich. Aber wir müssen natürlich daran denken, dass diese unbekannten Koeffizienten innen, die habe ich jetzt AL und BL genannt, anders sind als die Koeffizienten außen. Deshalb nenne ich die CL und DL. Und diese Koeffizienten, also diese vier mal unendlich vielen Koeffizienten, die müssen jetzt bestimmt werden. Und dafür wenden wir Randbedingungen an. Also wir schauen uns an, wie ist das Verhalten von Phi an bestimmten Stellen. Und das macht man natürlich so, dass am Anfang möglichst viele Koeffizienten wegfallen. Wir schauen uns zum Beispiel an oder fordern zum Beispiel, dass das Phi endlich ist am, am Ursprung, also bei R gleich 0. Und am Ursprung ist es natürlich das Phi minus. Das heißt, man würde sich diesen Term hier nochmal anschauen. Und wenn ich hier R gleich 0 einsetze, hier ist ein Schreibfehler, hier steht nicht, hier soll R gleich 0 sein und nicht das L gleich 0 sein. Also das müssen wir nochmal schnell auf ad hoc korrigieren. Also hier oben steht natürlich nach wie vor minus L plus 1 hier. Und hier steht das L, aber das R hier, das soll jetzt eben 0 sein und das hier soll auch gleich 0 sein. Und daran sieht man natürlich, dass dieser Term hier Probleme machen würde, weil hier haben wir ja einen negativen Exponenten, das R steht im Nenner und das würde für R gegen 0 divergieren und dementsprechend muss das BL gleich 0 sein und zwar für alle L. Das heißt, von den viermal unendlich haben wir einmal unendlich schon rausgeschmissen, die sind weg. Analog schauen wir uns das Verhalten an für R gegen unendlich. Da fordern wir, dass das Potenzial eben auch verschwindet, R endlich bleibt. Aber wir können es ja bis auf ist ja sowieso nur bis auf eine Konstante bestimmt. Das heißt, wir können auch fordern, dass es 0 werden soll. Und wenn man sich jetzt wieder diesen Term hinschreibt, das ist natürlich jetzt der Plus-Term. Das heißt, ich habe nicht die ALs und die BLs drin, sondern die CLs und die DLs. Dann ist klar, dass jetzt eben der Term sowieso gegen 0 strebt. Das heißt, der macht nicht das Problem. Aber dieser hier würde endlich bleiben oder der würde Probleme machen. Der geht nämlich für L größer 1, größer gleich 1 gegen unendlich. Für L gleich 0 wäre er 1. Wenn wir aber fordern, dass das gegen 0 geht, dann sieht man sofort, dass das CL gleich 0 sein muss. Und zwar nicht nur 1, sondern alle CL gleich 0. Sodass wir zweimal unendlich viele Koeffizienten schon rausgeschmissen haben. Das dritte und einfache, was man machen kann, wir wissen, dass das Skalarpotenzial stetig ist und zwar immer. Das heißt, wir schauen uns jetzt die Stetigkeit des Skalarpotenzials bei R gleich A an, also am Übergang zwischen den beiden Bereichen. Wenn wir das machen, die BLs haben wir ja schon rausgeschmissen, die CLs haben wir schon rausgestrichen, sodass die Potenziale in den entsprechenden Bereichen, das wäre also das Phi minus und das hier wäre das Phi plus, sich natürlich jetzt einfacher schreiben. Und wenn man jetzt R gleich A direkt einsetzt, dann taucht hier natürlich direkt das A auf. Und das wäre jetzt die Bedingung, die erfüllt sein muss. An der Stelle, wenn man nicht geübt ist, hat man hier vielleicht ein bisschen Probleme, das zu sehen. Deshalb hier nochmal etwas ausführlicher das durchgerechnet. Die PL sind ja die Legendre-Polynome. Das ist ein orthogonales Funktionalsystem. Das heißt, wir können jetzt Folgendes machen. Wir bilden das Skalarprodukt, das ist hier in eckigen Klammern dargestellt, mit einem
anderen oder auch dem gleichen Legendre-Polynom, also mit einem pk. Das machen wir auf beiden Seiten. Und natürlich wird das für alle k's gemacht. Also k läuft hier wieder von 0 bis unendlich durch. Weil das Ganze linear ist, das ist ja ein Skalarprodukt, können wir natürlich jetzt das Ganze auch reinziehen, sodass das Skalarprodukt hier innen zu stehen kommt, und zwar hier und auch hier. Und ja, weil die orthogonal sind, ist dieses Skalarprodukt natürlich einfach die Delta-Funktion. Das heißt, es ist Delta k mal l, und hier steht auch Delta k mal l. Und auf diese Art und Weise bekommen wir aus dieser unendlichen Summe, die wir auf beiden Seiten haben, genau ein Glied raus, aber eben ein beliebiges Glied, nämlich jetzt das k-te Glied. Und k ist ja fest, sodass hier einfach steht ak, groß ak mal klein a hoch k ist gleich dk mal klein a minus k plus 1, und das wieder für alle k's. Das heißt, wir haben, wenn wir jetzt die Situation, dass wenn wir die ak's kennen, wir die dk's ausrechnen können. Umgeformt ist das nochmal hier hingeschrieben. Das gilt für alle k's. Und weil wir sonst immer in den Summen das L stehen haben, habe ich es jetzt auch einfach nochmal mit L geschrieben. Ne? Also wenn k von 1 bis unendlich geht, dann darf natürlich auch L von 1 bis unendlich gehen. Sodass wir jetzt wieder die Anzahl der Unbekannten reduziert haben. Unbekannt sind jetzt nur noch die ALs. Und wie bekommen wir die? Die bekommen wir jetzt, wie ganz am Anfang schon gesagt, aus der Unstetigkeit der Normalkomponente von D bei R gleich A. Sie wissen ja, wenn wir folgende Beziehung betrachten, wir betrachten die Normalkomponente von D auf der einen Seite minus D auf der anderen Seite am Übergang zwischen den Materialien, dann ist das gleich der Oberflächenladungsdichte. Hier in unserem Fall ist der normalen Vektor gleich ER, das ist also nach außen gerichtet. Deshalb steht ja auch hier das äußere D zuerst und dann kommt das innere D. Die Normalkomponente von D kann ich jetzt natürlich umwälzen auf die Normalkomponente von E, weil ich habe überall ja Vakuum. Weil E gleich minus Gradient Phi ist, habe ich hier natürlich dann sofort eine Beziehung für die Radialableitung des Potentials am Ort. Es bleibt jetzt hier dabei, dass ich erst den Plusterm habe und erst den Minusterm habe, obwohl ja E gleich Minus Gradient Phi ist. Aber das Minus ist jetzt hier einfach auf der anderen Seite berücksichtigt. Ne? Also deshalb steht jetzt hier nicht mehr Plus Rho F, sondern Minus Rho F. Und das Epsilon 0 kommt daher, dass ich das D gegen das E ersetzt habe. Ich habe ja überall Vakuum, deshalb klappt das. Gut, man könnte sich jetzt nochmal zur Erinnerung, das habe ich jetzt nur in grün nochmal eingefügt, nochmal hinschreiben, wie sind denn die Terme für Phi plus und für Phi minus, sonst wird es unübersichtlich jetzt, wenn wir die Ableitungen bilden, aber wenn wir die Terme so hinschreiben, können wir die Ableitungen natürlich sofort bilden und auch den Wert R gleich A einsetzen. Und das gibt dann diese Ableitung für diesen Term und diese Ableitung für diesen Term. Das ist ja ein einfaches Polynom, was hier abgeleitet wird. Und R gleich A muss dann eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite steht ja minus Rho F durch Epsilon 0. Und das Rho F ist ja vorgegeben als 2 mal Rho F 0 mal das zweite Legendre-Polynom an der Stelle Cosinus Theta. Diese beiden Summen, die haben jetzt, wenn sie die Terme mit a zusammenziehen, tatsächlich eine gemeinsame Abhängigkeit von a, nämlich a hoch l minus 1. Hier ist ja 2l plus 1 minus l minus 2 ist l minus 1 und hier steht sowieso l minus 1. Das heißt, die Terme können zusammengefasst werden und zu dem minus l minus 1 mal dem Ganzen kommt dann noch minus l mal das Ganze. Das ist minus 2l minus 1 mal der Ausdruck.
Und die rechte Seite ist hier unverändert geblieben. Und jetzt machen wir wieder den gleichen Trick, die gleiche Anwendung der Orthogonalitätsbeziehung. Das heißt, wir machen wieder das Skalarprodukt mit einem beliebigen pk, damit wir aus dieser unendlichen Summe eine Aussage für ein einzelnes Element herausholen. Und wenn wir das machen, dann können wir natürlich wie vorher auch das Skalarprodukt wieder in die Summe reinziehen. Und wir wissen schon, dass eben dann das Skalarprodukt pk mit pl einfach ein Delta kl ergibt. Der Rest ist einfach nur hingeschrieben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann das Skalarprodukt von dem pk und dem p2. Das gibt ein Delta k2. Und ja, an der Stelle können wir eine Fallunterscheidung machen oder man sieht es sofort. Etwas ausführlicher würde man zunächst mal den Fall betrachten, was ist denn, wenn k ungleich 2 ist, dann steht hier ja eine 0 und auf der anderen Seite steht hier natürlich einfach ak, ne, weil die Delta-Funktion natürlich nur für l gleich k etwas liefert. Und wenn Sie das dann sehen Sie dann sofort, dass alle AKs gleich 0 sind für K ungleich 2. In dem Fall sind wir ja. Das heißt, wir sehen sofort, dass nur ein einzelnes übrig bleibt, nämlich das A2. Also für K gleich 2 haben wir hier stehen Delta K 2. Und das liefert ja nur etwas für L gleich 2. Also bleibt hier das A2 stehen. Und die anderen Werte sind dann eben auch schon direkt hier auf 2 gesetzt. Und auf der anderen Seite steht hier Delta 2, 2 und das ist einfach 1, sodass sich die Delta-Funktion hier wegfällt. Und auf die Art und Weise bekommen wir natürlich einen Ausdruck für das A2, so wie es hier steht. Und das ist dann eben dieser kompakte Ausdruck hier. Und ja, dann sind wir schon fast fertig. Ich habe hier nochmal das A2 hingeschrieben. Wir hatten auch eine allgemeine Beziehung zwischen den DLs und den D und den ALs. Somit wissen wir jetzt, die ALs sind alle gleich 0 für L ungleich 2. Damit sind die DLs auch alle gleich 0, außer für L gleich 2. Und für L gleich 2 hat es dann eben diese Form, wie es hier steht. Das heißt, unsere allgemeinen Formen, die wir jetzt schon gefunden hatten und die hier nochmal hingeschrieben sind, fallen jetzt zusammen zu unseren konkreten Lösungen, die wir innen und außen haben. Und alles, was hier passiert ist, ist eben, dass entweder das A2 oder das D2 jetzt hier eben konkret eingesetzt sind. Und damit sind alle Unbekannten bestimmt und die Aufgabe wäre gelöst. Was wir jetzt nochmal machen können, ist, dass wir uns ungefähr anschauen, wie sieht das aus. Das ist jetzt hier gar nicht gefordert, aber kann man natürlich machen. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, wir haben hier auch eine Funktion stehen, die noch eine Theta-Abhängigkeit hat. Das heißt, wir könnten das schreiben als einen Vorfaktor Alpha von Theta und dann eine Ortsabhängigkeit r² durch a. Das habe ich so gemacht, weil hier hinten taucht das Alpha von Theta in der gleichen Form tatsächlich auch auf, dann aber mit einem a hoch 4 durch r hoch 3, sodass wenn man jetzt eben phi durch Alpha plottet, man das sehr einfach machen kann. Und ich habe dann eben hier für den inneren Bereich einfach einen Anstieg r Quadrat und bei r gleich a würde das natürlich dann einfach den Wert a erreichen. Und der zweite Zweig, also der Pluszweig, der hat einfach dann ein a hoch 4 durch r hoch 3. Das heißt, es fällt hier mit 1 durch r hoch 3 dann ab und strebt gegen 0. Man kann sich natürlich auch den Radialanteil anschauen. Der Radialanteil ist ja im Wesentlichen hier einfach durch das zweite Legendre-Polynom vorgegeben. Und das zweite Legendre-Polynom, das kann man auch mal hinzeichnen als Funktion von Cosinus Theta.
Ist das tatsächlich einfach nur eine quadratische Funktion, so wie es hier hingemalt ist? Und nochmal zur Erinnerung, das ist ja über Cosinus Theta hingemalt. Und Cosinus Theta ist natürlich zwischen 1 und minus 1. Cosinus Theta 1 entspricht dann im Theta-Winkel den 0 Grad. Minus 1 würde den 180 Grad entsprechen. Das heißt, das Minimum hier, was den Wert minus 1,5 hat, das wäre jetzt bei 90 Grad. Die Nulldurchgänge, die den Wert 1 durch Wurzel 3 haben, sind dann einmal bei 54,7 Grad und einmal bei 125,3 Grad. Ja, das wäre es auch schon im Schnelldurchgang. Ich werde die Folien auch wie immer für Sie zur Verfügung stellen und ich hoffe, dass damit dann einiges geklärt werden konnte. Besten Dank.